Wir sind ja hier eine Bewegung von Bürgern, freien Bürgern, die sich hier treffen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Wir sind eine friedliche, demokratische, überparteiliche Bewegung, wo Gewalt, Extremismus, Antisemitismus und überhaupt jede Diskriminierung auch keinen Platz haben. Wir wollen also hier auch dieses friedliche Bild rüberbringen an die Leute, damit sie sehen, wir sind da keine rechten Schwurbler, wir sind keine Nazis und gar nicht. Uns kommt es wirklich auf die Außenwirkung an, dass wir eine friedliche Bewegung sind und auch offen für alle, die aufgewacht sind, die zu uns stoßen wollen. Da möchte ich euch wirklich bitten, darauf zu achten, wie auch die Außenwirkung ist. Wir wollen hier niemanden die Gelegenheit geben, uns in irgendeine Ecke zu stellen und dann diese Aufzüge eben dann auch zu untersagen. Jetzt hatten wir eigentlich einen Redner, ja, den Winfried von Answegen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Nee, fast. Answegen, ja, stell dich selber vor, bist ja im Bundesvorstand der Basis, soweit ich das mitgekriegt habe. Okay, also dann. Ja, guten Abend, meine lieben Freunde. Mein Name ist Wilfried von Answegen. Das ist eine unglaubliche Menge hier. Ich bin total begeistert. Wirklich, ich danke euch vielmals, dass ihr alle hier seid. Vielen, vielen, vielen Dank. Und das ist eine kleine Mitteilung an alle Parteipolitiker. Es ist nicht die Parteipolitik, die Politik macht, sondern das sind die Bürger, die Politik macht. Und ihr habt verdammt nochmal drauf zu hören, was die Bevölkerung möchte. Und das ist unsere Forderung. Und nicht, dass ihr der Bevölkerung sagt, was zu tun und zu lassen ist. Ich bin Parteipolitiker. Es tut mir ja wirklich sehr leid. Aber ich glaube, unser Ziel ist was ganz anderes. Was wir möchten ist, dass euer Wille, eure Intelligenz richtig schön kanalisiert wird und dann zu einer Aktion wird in die Parlamente, dass wir es schaffen, diese Parlamente in dieser Art und Weise vollkommen aufzulösen und zu ersetzen durch sachkundige Bürger, die Ahnung haben von dem, was sie reden. Die Basis selbst als Partei wird eine gute Partei sein, wenn sie vollkommen überflüssig ist. Ich möchte euch jetzt kurz sagen, dass ich hierher gekommen bin und habe keine Ahnung gehabt, worüber ich reden soll. Weil ihr wisst doch eigentlich schon alles. Ich könnte jetzt erzählen, sagt mal, seid ihr damit einverstanden, dass irgendwelche Politiker denken, sie müssten euch sagen, ihr sollt zum Beispiel Masken tragen. Nein, ihr wisst, das ist vollkommener Unsinn. Das macht euch krank, das macht euch psychisch krank und das macht euch auch gesundheitlich krank. Ich brauche die ganzen Lungenprobleme nicht einzugehen. Ihr wisst das, deswegen werde ich darüber auch nicht mehr reden. Ihr wisst auch, dass Abstand halten ist nicht gesund. Wir sind Menschen. Wir brauchen die Nähe zueinander. Das ist so wichtig. Und wenn wir das nicht tun, werden wir krank. Ihr wisst das. Und ich kann euch nur empfehlen, umarmt euch, seid freundlich zueinander, auch zu euren Gegnern. Und wirklich bleibt im Kontakt. Ansonsten werden wir große Schwierigkeiten haben in Zukunft. Ich brauche euch auch nicht zu erzählen, dass es unglaublich grausam ist, wie alte Menschen einsam in den Pflegeheimen oder in den Hospizen versterben. Das wisst ihr alles. Und jedes Mal, wenn ich darüber rede, mir kommen tatsächlich jedes Mal die Tränen, weil ich viel mit Menschen zu tun habe, die sehr schwer krank sind und die auch im Sterben liegen. Ich habe von einem Hospiz die Anweisung mal bekommen, bitte nur mit Maske und mit Abstand, denn ansonsten könnte unseren Bewohnern was passieren. Leute, ja, ich weiß, ihr lacht und an und für sich
Nein, es ist nicht lustig, es ist ganz grauenhaft. Und das ist unsere Gesellschaft, in der wir im Moment leben. Ist es nicht unglaublich, dass die meisten, der größte Anteil der Bevölkerung mit all diesen Maßnahmen einverstanden ist? Ist es nicht komisch, dass wir 20 Millionen Ungespritzte, ich mag das Wort Impfen nicht so gerne in den Mund nehmen, weil das hat mit Impfung nichts zu tun, dass 20 Millionen Ungespritzte von dem Rest dieser Bevölkerung diskriminiert wird oder von einem großen Teil davon und das angeheizt durch die Politiker? Ist das nicht grausam? Wir hatten das schon mal und das dürfen wir nicht noch mal zulassen. Jetzt bin ich aus der Haut gefahren, Entschuldigung. Nach 2 Jahren ist okay, hat jemand gesagt, da darf man auch mal aus der Haut fahren. Das dürfen wir nicht zulassen. Leute, wir wissen alle, diese ganzen Spritzen, sie sind nicht erprobt, sie machen viele Menschen krank, viele Kinder sterben daran, auch Erwachsene, natürlich auch Erwachsene sterben daran und wir lesen nichts davon in der Presse. Und jetzt kommen doch die Dinge, ich habe hier ein Plakat gesehen, mit roter A, wann ist deine rote Linie überschritten? Ist es nicht ein Hohn, dass unser Bundeskanzler sagt, es gibt keine roten Linien mehr? Ja, pfui. Das ist widerlich. Selbst im Krieg gibt es rote Linien. Und er erklärt uns damit etwas, was stärker ist, noch machtvoller zu sein scheint als der Krieg. Und wir werden das nicht mitmachen. Und ganz ehrlich, passt das nicht wunderbar zu dem, was Frau Uschi von der Leyen gesagt haben soll? Kennt ihr das? Der Nürnberger Kodex sollte vielleicht abgeschafft werden? Wisst ihr, was der Nürnberger Kodex bedeutet? Es dürfen keine Menschenversuche gemacht werden, es dürfen keine Medikamentenversuche gemacht werden, wenn die Menschen nicht dazu stimmen. Oder wenn sie auch unter Druck gesetzt werden. Und das ist genau das, was hier passiert. Es ist ein Verbrechen an alle. Ja. Es gibt Menschen hier, die sagen, okay, ich mache das alles mit, weil mein Laden soll doch weiterlaufen, irgendwie kriege ich das wieder geregelt und wenn das dann alles wieder normal wird, ja, dann habe ich es geschafft. Euch kann ich sagen, es wird nicht mehr normal werden. Die Wirtschaft wird gerade heruntergefahren, die Firmen gehen pleite ohne Ende, ihr werdet definitiv eure Arbeitsstelle verlieren. Stellt euch darauf ein und hampelt nicht rum, sondern sagt klipp und klar bei den Geschäften, bei mir darf jeder rein, der die rechtlichen Maßnahmen akzeptiert. Und ihr braucht sie nicht zu überprüfen, sondern braucht einfach nur zu sagen, haltet euch ans Recht und ich habe keine Ahnung, was im Moment Recht ist, denn das wechselt ja von Tag zu Tag. Leute, wir müssen aufstehen und ihr seid es und ihr werdet immer mehr. Also was heißt ihr? Ich bin ja auch immer dabei. Wir werden immer mehr und sie werden es nicht schaffen. Und jetzt kommt eigentlich das, wovon ich fest überzeugt bin. Sie schaffen es nicht. Sie kriegen uns nicht unter. Wir werden mehr und mehr. Und es passiert etwas ganz Interessantes. Die Menschen wachen immer mehr auf, immer mehr. Und wenn wir uns das genau überlegen, wenn wir tatsächlich Masken bräuchten, dann wären wir mit Maske geboren worden. Wenn wir Impfung bräuchten, dann würden die Spritzen am Baum wachsen. Wir verstoßen gegen die Naturgesetze oder gegen die Schöpfungsgesetze, wie man sie auch nennen möchte. Wir verstoßen dagegen und das wird sich rächen. Und wir werden diese ganze Truppe aus korrupten Politikern, deren Hintermännern, wir werden sie verjagen und wir werden ihnen sagen, wir brauchen euer Geld nicht. Wir brauchen eure ganzen Produkte nicht. Wir werden uns kurz schließen, wir werden ein Netzwerk aufbauen und da habt ihr nichts mehr zu suchen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr wieder vernünftig werdet.
Bitte versteht mich nicht falsch, das ist nicht irgendwie ein Motivationstraining. Es ist meine absolute Zuversicht, dass kein, wenn man christlich ist, sagen würde, Gott oder die Natur es zulassen könnte, dass ein solches weltweites Verbrechen über längere Zeiträume durchgeführt werden kann. Wir werden uns wehren und wir haben unglaublich viel Hilfe dabei. Und dieses Glück und diese Kraft wünsche ich euch allen und wünsche es auch sehr, wenn wir jetzt hier durch die Stadt gehen. Ich danke euch vielmals. Thank you.